Hallo Leute, hier ist Willi Lukas und jetzt mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich euch ein kleines Mock zu zeigen. Dieses Mock ist Teil eines GWW-Look-Projektes zum 75-jährigen Jubiläum der Operation Overlord, also dem D-Day. Dort haben einige Member aus der Look verschiedene Themen des Teams aufgegriffen aus dieser Auslegung nachgestellt. Mein Mock spielt D-Day plus 2, also 2 Tage nach der Landung, und beschäftigt sich halt mit den Reservetruppen in der Normandie. Auf einem Feldweg sieht man hier zum Beispiel 6 Infanteristen, die ins Kampfgeschehen marschieren. Hier zwei, also hier ein MP-Schütze und hier ein STG-Schütze, ein MG-Trupp und 2 ganz normale Schützen. Einer hat sogar noch eine Panzerfaust hinten drauf. Hier sieht man noch einen Infanterieoffizier, der gerade einem Panzerkommandanten gerade Befehle gibt. Der zeigt mit seinem Zeigestab auf diese Karte, wo er angreifen soll. Hier steht dann noch ein Sonar Castle 251 in dem Wellenbergs Ambush Camouflage. Hier ist dann noch ein Baum. Der Baum ist nicht so gut geworden, ich weiß, aber ich habe leider keine anderen Pflanzenteile dafür. Hier sind noch mehrere Truppen. Hier ist dann noch ein Generatorwagen mit Kompressor vorne dran. Hier steht ein veralteter Panzer 3. Man hat ja auch kurz nach der Landung noch veraltete Panzer eingesetzt, die halt als Reserve dann noch übrig waren. Hier ist halt ein Panzerkampfwagen 3 mit der 7-5er, also die Ausführung N. Das Camo sieht etwas komisch aus, das liegt daran, da das Camo alles aufgetragen wird von einem Panzersoldat mit einer Sprühpistole, deswegen auch der Generator war mit Kompressor. Dem Soldaten ist gerade auch noch sogar eine Farbflasche ausgelaufen, deswegen ist hier ein großer Farbplex auf dem Boden, aber zum Glück gibt es hier noch genügend Reservefarbe zu lackieren. Man sieht ja auch auf einigen Aufnahmen kurz nach dem D-Day, dass die Reservetruppen oder die neuen Panzertruppen dann auch schnell noch überlackiert wurden, damit beim Eifer des Gefechtes nicht entdeckt wird. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Schaut auch bei den anderen Teilnehmern dieses Projektes dabei, der GWW-Look. Ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag und tschüss.